Ja, was ist typisch italienisch? Das war unsere Frage. Ihr habt eure Vorschläge gemacht. Ich habe wieder meine Losdose dabei. Wir wollen einen Gewinner suchen für die zweite Runde. Und wo geht man da hin? Zu einer Verlosung, natürlich zum Friseur. Denn man will ja schön sein. Also, kommt mit rein, mit zum Friseur. Tag. Guten Tag. Das sieht ja so aus, als wenn ich hier schon erwartet werde. Ja, bitteschön, ruf hier. Super. Wie immer? Ja, so wie immer. Ich bin ja immer zufrieden. Das ist schön zu hören. Ja. Kannst du mir mal sagen, ich habe jetzt einfach mal so eine Frage, bevor wir überhaupt anfangen, warum man bei euch in dem Spiegel vom Friseur immer so gut aussieht? Wir sind nicht. Es ist wirklich ist so, gucke ich zu Hause in den Spiegel. Ja, ja, aber hier, ich komme immer so gerne zu euch, allein das ist schon ein Grund. Der Spiegel ist alt, vielleicht. Hm. So, na gut, dann fangen wir bitte an. Jo. Jo, das wird. Doch nicht so viel, ne? Nicht so viel. Mhm. Reicht so, ne? Ja. Hm? In Ordnung? Nicht zu kurz, ne? Nein. Ja, es ist ja nur ziemlich schnell gegangen hier. Ja, ich suche eine Losfee, wie immer. Da steht sie. Ja, und ich würde mal sagen, wenn du nichts dagegen hast, suchen wir jetzt einen Gewinner. Gerne. Du nimmst die Lostrommel. Ich nehme. So, jawohl. Ja, mal kräftig schütteln. So, schön schütteln. Genau, rausnehmen. Genau. Gewonnen hat die Karin Dehne. Karin Dehne hat gewonnen. So, dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, und ich bedanke mich bei dir für deine Hilfe. Ja, gerne doch. Ich komme immer gerne wieder hierher. Das ist schön. Herzlich willkommen zur zweiten Runde. Ich habe gerade eingereicht bekommen von Klaus. Die Gewinnerin ist eine Karin Dehne. Karin, du hast es gewonnen. Bringen Sie Ihre Liebsten, Ihre Freundin, Freund oder wem Sie wollen. Wir kommen für Sie, typisch italienisch, und wir lassen was Schönes einfallen. Und wir freuen uns auf Sie und bis bald.